Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Max Wienke und bevor wir starten, kommen wir wie immer zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten Sie sich natürlich bewusst sein, insbesondere vor den bevorstehenden US-Wahlen. Und ich betone, dass ich hier keine Handelsempfehlung ausspreche. So, bis in die breite Palette vor den Wahlen natürlich, neben der Wall Street und dem DAX, Euro, Gold und WTI dabei. Und wir schauen Richtung Ende des Webinars auch nochmal auf den deutschen Aktienmarkt, Heidelberg, Zement und Volkswagen. Ganz interessant, auch aus der technischen Perspektive. Ja, schauen wir uns dann gleich im Detail an und ich würde sagen, wir wechseln mal rüber in die X-Station und fangen erstmal an mit den Präsidentschaftswahlen. Wichtigstes Ereignis des Tages. Und alle Umfragen deuten derzeit darauf hin, dass der demokratische Kandidat Joe Biden die Wahlen gewinnen sollte. Aber es gibt natürlich weitere Ungewissheit, nämlich bis wir dann möglicherweise am Mittwochnacht die Ergebnisse bekommen werden. Und in den USA ist es nicht zwangsweise so, dass man die Wahlen gewinnt, wenn man auch die meisten Stimmen hat. Das liegt daran, dass der Präsident nicht direkt von den Wählern gewählt wird, sondern vom sogenannten Electoral College. Es gibt also Vertreter, die gewählt werden. Und diese Anzahl der Vertreter aus jedem Bundesstaat entspricht in etwa der Größe seiner Bevölkerung. Und die Gesamtzahl der Wähler beträgt 538. Das heißt, man braucht 270 Stimmen oder mehr, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Und deswegen, und das ist der Grund, warum diese Swing States, von denen man eben immer redet, also im Deutschen die Wechselwählerstaaten, so bedeutend sind. Das heißt, das sind die Regionen oder die Bundesstaaten, in denen keine genauen Prognosen möglich sind, aufgrund dessen, dass es eben hier immer wieder mal zu unterschiedlichen Wahlergebnissen kam oder eben auch kommen könnte. Das heißt, im Gegenzug, viel wird von dem Umfang des Vorsprungs abhängen bei dem Ergebnis. Und die Briefwahl könnte allerdings auch noch mal das Ergebnis verzögern. Ja, in einigen Bundesstaaten gibt es eben sehr umfangreiche Briefwahlen. Bis das Ganze eben ausgewertet wird, könnte eben eine gewisse Zeit notwendig sein. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt auch noch Sorge, dass das Ergebnis natürlich angefochten wird vom derzeitigen Präsident Donald Trump, was letztendlich bedeutet, dass ein klarer Sieger möglicherweise erst deutlich später feststehen könnte. Das Ganze wird uns also nicht nur in dieser Nacht beschäftigen, sondern das könnte sich hinauszögern über die nächsten Tage und Wochen, was dann für Informationen reinkommen und wie die Märkte dann das Ganze bewerten, also das Risiko bewerten. Und ja, deswegen, es bleibt auf jeden Fall spannend und es beschränkt sich nicht nur auf die heutige Nacht. So, also kommen wir zu den Charts. Wir fangen mit dem DAX an, Tageschart. Also, was natürlich interessant ist im großen Bild, wenn wir uns nochmal die Rallye anschauen, die wir Mitte März begonnen haben. Wir haben natürlich kräftige Anstiege gesehen. Wir sind hier in so eine Seitwärtsphase reingerutscht und es ging jetzt eben hier in den letzten Tagen und vor allem in der letzten Woche deutlich nach unten. Wir konnten den Rückgang aber stoppen und zwar am Fibonacci-Retracement von 38,2%. Hier sehen wir unten, dass es hier einen Abpraller gab. Es gab darauf eine bullische Hammerkerze. Und das ist natürlich etwas Positives, weil das auf eine mögliche Umkehr hindeuten könnte. So, wir schauen auf die kleinere Zeiteinheit, um das Ganze nochmal ein bisschen besser einzuordnen. Das heißt, wir hatten hier unten den Fehlausbruch. Ja, das ist diese V-förmige Entwicklung hier, die wir sehen. Das ist zurückzuführen auf, also das ist der Fehlausbruch, aber die Hammerkerze, das ist das, was sich dann im Tageschart in der Hammerkerze eben dann anzeigen lässt. Und wir haben letztendlich uns wieder in eine Seitwärtsrange hier zurückkämpfen können. Das ist der Bereich zwischen 11.400 und 11.600 Punkten ungefähr. Diesen Bereich kennen wir schon aus der letzten Woche oder der zweiten Wochenhälfte. Da ging es eben ganze Zeit seitwärts, Fehlausbruch, erneute Seitwärtsrange. Und jetzt gibt es hier eben oder es gab eben am Montag
nach einem regelrechten Kampf zwischen Bullen und Bären hier den Ausbruch auf der Oberseite. Das heißt, auch der 100er EMA wurde zurückerobert. Das heißt, im kurzfristigen Bild haben die Bullen wieder die Kontrolle zurückerlangt. So, im 4-Stunden-Chart hat sich das Ganze, oder hat man gesehen, dass das Ganze unterstützt wurde durch diese bullische Divergenz. Ja, das heißt, es gab ein tieferes Tief bei den Kursen, es gab aber ein höheres Hoch bei dem Indikator, den Fehlausbruch hier unten, und darauf konnte man eben auch aufbauen. Also es gab in verschiedenen Zeiteinheiten verschiedene Signale, die darauf hingedeutet haben, dass wir möglicherweise vor einer Umkehr stehen. So, nochmal zurück in den Tageschart. Wir haben die Gewinne gestern für einen dritten Tag in Folge ausbauen können und versuchen jetzt auch nochmal an diese Anstiege anzuknüpfen. Recht starke Dynamik auf der Oberseite, und das Ganze ist aber erstmal nur einzuordnen als eine übergeordnete Aufwärtskorrektur. Wir wissen also noch nicht, ob wir das Tief hier gesehen haben, auch wenn das ganz optimistisch hier aussieht. Wir schauen mal auf den 4-Stunden-Chart, und zwar, was wir herauslesen können bei den letzten Malen, als wir uns dem 100er EMA angenähert haben. So, bevor vielleicht nochmal der Hinweis, Marktgeometrie wurde auch gebrochen. Das heißt, das Ausmaß der ersten Aufwärtskorrektur, das projiziert man immer auf die letzten Anstiege, um zu schauen, ob eben diesmal die Korrektur größer ist. Und diesmal war das der Fall. Das heißt, auch hier wird im 4-Stunden-Chart das Ganze bestätigt. Also mal schauen, wie weit wir die Anstiege noch fortsetzen können. Momentan muss man aber lediglich von einer sehr starken Korrektur sprechen, weil wir noch extrem viel aufzuholen haben. Also, ich habe hier mal den 100er EMA markiert im 4-Stunden-Chart. Sie sehen, der Abstand ist recht groß. Dementsprechend sollte man sich vielleicht nicht zu früh freuen. Und der Markt könnte natürlich immer wieder nochmal stark unter Druck geraten, aufgrund dessen, dass eben die Bären übergeordnet die Kontrolle beibehalten. Ja, es kann sein, dass wir das Tief gesehen haben, wir wissen es aber noch nicht mit Sicherheit. Und was brauchen wir als Bestätigung? Nämlich den Durchbruch des 100er EMAs. Und da schauen wir mal auf die Situation, die wir im März und April hatten. Also hier haben wir nochmal diesen scharfen Ausverkauf. Da gab es jetzt endlich nicht groß, brauchte man nicht viel zu argumentieren. Es ging einfach immer weiter nach unten. Irgendwann hat sich mal was an der Trendstruktur geändert und wir haben dann hier mal den 100er EMA angetestet. Es gab nicht zum Durchbruch, es gab so eine komische Seitwärtsbewegung, und Sie kennen es bestimmt, immer wenn man einen gleitenden Durchschnitt mal erreicht hat, dann gibt es oft viele Fehlsignale, es gibt letztendlich immer so komische Seitwärtsphasen, und genauso etwas hatten wir eben auch. Und der Markt wurde immer wieder mal mit Verkaufsdruck konfrontiert. Allerdings hat das eben nicht gereicht, um den Abwärtstrend fortzusetzen, was natürlich positiv war in diesem Szenario. Und letztendlich konnten sich die Bullen durchsetzen. Das Ganze wurde bestätigt. Und seitdem haben wir uns fast ausschließlich oberhalb des 100er EMAs bewegt. Ja, ich scroll nochmal raus. Es gab natürlich immer mal so Phasen, Übertreibungen auf der Unterseite. Das hat aber letztendlich nicht gereicht, um den übergeordneten Aufwärtstrend umzukehren. Es gibt aber natürlich auch noch andere Situationen, und da müssen wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen in der Historie. Und ich schaue gerade mal, da haben wir noch was. Ja, gerade der Kurs fast aufhört. Und zwar auch ganz gutes Beispiel. Also Bodenbildung hier unten, 100er EMA wird versucht zurückzuerobern. Letztendlich nicht nachhaltig, der Markt gibt nach. So, im März hatten wir gesehen, hier hatte der Markt immer wieder, letztendlich, da gab es Kaufinteresse, und das hat sich dann hier so nach oben bewegt alles. Hier war das eben nicht der Fall, und das ist eben die technische Situation, dass die Bären eben die Kontrolle beibehalten unterhalb des 100er EMAs, und so etwas wäre auch nochmal möglich bei der aktuellen Lage. Nämlich, dass wir vielleicht nicht unbedingt nochmal das Tief hier sehen, aber vielleicht nochmal eine gute Strecke von den Gewinnen der jüngsten nochmal abgeben.
Und das Problem ist natürlich, wenn wir uns hier nochmal runter bewegen, dann ist das Tief der Abwärtsbewegung in der Nähe und dann könnten wir auch übergeordnet doch mal den Abwärtstrend fortsetzen. Das wäre also technisch gesehen das Basisszenario, dass wir, solange wir im 4-Stunden-Chart nicht den 100er EMA nachhaltig zurückerobert haben, dass die Bären immer wieder die Chance haben, den Druck nochmal Druck aufzubauen und den Kurs letztendlich nochmal zu einer tieferen Korrektur zu zwingen. Ja, das sieht sehr optimistisch aus, sehr positiv aus. Auch im 30-Minuten-Chart haben wir eben gesehen, der Markt ist bullisch eingestellt, aber es müssen eben auch andere Zeiteinheiten folgen. Ja, beispielsweise der 4-Stunden-Chart. Und da gibt es noch vieles aufzuholen. Das nur mal als Warnsignal und natürlich mit dem Hinblick darauf, dass wir eben uns nur in einer extrem starken Aufwärtskorrektur befinden. Ja, also starke Anstiege nach einem starken Rückgang dürfte natürlich auch eine logische Schlussfolgerung sein. Mal gucken, was der Markt daraus macht. So, wir schauen jetzt mal auf die Nasdaq. Auch interessant. Oder ich würde sagen, wir machen den S&P 500. Ich habe gestern die Nasdaq gemacht. Deswegen würde ich sagen US 500. Und zwar, wir wechseln nochmal in den Wochenchart. Das hier war die schlimmste Woche, also die letzte Woche. Das war die schlimmste oder die Woche mit den stärksten Rückgängen seit März. Und es hat sich natürlich im Chartbild auch einiges verändert. Also, wir haben hier eine wichtige Unterstützungszone getestet in der letzten Woche. Das ist einerseits auf die Bewegung zurückzuführen, also die Tiefs vom September und andererseits die Bewegung vom Juni und auch nochmal vom Juli. Und da können wir auch nochmal einmal eine Zeiteinheit höher gehen, nämlich der Monatschart. Der Monatschart zeigt uns, ich mache das hier nochmal ganz kurz weg, dass wir letztendlich Fehlausbrüche hatten an dem Allzeithoch, welches wir im Februar ausgebildet hatten. Im Tageschart oder im 4-Stunden-Chart sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, na, dass wir immer hier mal neue Allzeithochs ausgebildet hatten, was ja auch stimmt, aber im ganz, ganz großen Bild ist es eben so, hier oben Anstieg, die Gewinne werden direkt wieder abgegeben. Zweiter Versuch, lange, also wir haben ja sogar hier nochmal die Hochs überwinden können. Fürs Allzeithoch hat es dann nicht gereicht, aber lange, langer oberer Schatten, bärische Kerze, zweiter Fehlausbruch. Und jetzt müssen wir nochmal runtergehen. Wir stecken letztendlich im Tageschart in einer Dreiecksformation fest, aufgrund des tieferen Hochs und möglicherweise des höheren Tiefs, welches wir gerade dabei sind auszubilden. Und was natürlich auch kritisch ist, und ich habe es jetzt gerade eben nochmal weggemacht, das ist natürlich nochmal der technische Punkt oder der kritische Punkt, an dem wir uns hier gerade befinden. 100er EMA und das letzte Fibonacci-Retracement von 78,6%. Das heißt, erneut leichte Untertreibung auf der Unterseite. Also mal schauen, was der Markt jetzt daraus macht. Wir bewegen uns also auf die Spitze eines Dreiecksmusters zu. Das heißt, wir haben hier ein symmetrisches Dreieck. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch liegt also zumindest bei 50-50. Das heißt, ich wäre hier sehr vorsichtig mit Vorhersagen, zumindest aus der technischen Perspektive. Wir müssen natürlich gucken, was die Wahlergebnisse sagen, gucken, wie sich das Ganze in den Swing States entwickelt und was natürlich dann oder welcher Kandidat dann eben den Vorsprung vielleicht auch ausbauen kann jetzt über die Nacht. Aber momentan ist das im sehr großen Bild deutet das eben auf eine gewisse Unsicherheit unter den Anlegern hin. Aber der panische Ausverkauf, den man in den letzten Wochen hatte, der konnte jetzt erstmal unterbunden werden, also die Angriffe konnten unterbunden werden und wir stoßen eben hier auf sehr starke Unterstützungsbereiche. Ob das hält, das können wir natürlich mit Sicherheit noch nicht sagen, aber ich schließe es auch nicht aus, dass wenn wir hier nochmal etwas Verkaufsdruck sehen, dass wir auch nochmal die 3230-Punkte-Marke nochmal testen könnten und vielleicht die Korrektur vertiefen. Das wäre ein Szenario. Andererseits müssten wir uns nochmal in Richtung dieser Oberseite bewegen und da würde ich mich dann eben auch
letztendlich auf das alte Allzeithoch bei 3.400 Punkten konzentrieren. Ja, also in kleineren Zeiteinheiten ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber gerade diese wichtige Marke im großen Bild sehr, sehr entscheidend, und deswegen bin ich gespannt, ob wir uns dieser Marke nochmal annähern können und wenn wir dort sind, ob es dann vielleicht diesmal für einen nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite reicht. So, wir machen weiter mit dem Euro-Dollar. Am Montag sehr, sehr volatile Sitzung gehabt, der Euro. Also es hat ja auch an den Aktienmärkten recht volatil begonnen während der Asien-Sitzung. Danach konnten sich die Aktienmärkte erholen, aber auch der Euro-Dollar hat einige interessante Bewegungen aufgezeigt. Wir schauen mal kurz auf den 4-Stunden-Chart. Das ist eigentlich ganz gut. Wir sehen also ganz klare Abwärtstrendstruktur, und an dieser Abwärtstrendstruktur könnte sich möglicherweise etwas ändern, wenn wir hier mal ein paar weitere Anstiege sehen. Der Tageschart zeigt uns, dass wir hier sechs aufeinanderfolgende bärische Kerzen haben. Ich habe jetzt hier nicht mitgerechnet die zwei Sonntage, die zwei kleinen Kerzen, also hier vom letzten und vom vorletzten Sonntag. Die hat man jetzt nicht mitgezählt, das ist nur eine Handelsstunde. Aber dazwischen sechs aufeinanderfolgende bärische Kerzen. Wir haben bei der letzten gestrigen Kerze einen Kreisel, bärische Kerze, aber kleiner Kerzenkörper, langere Schatten, also oben und unten. Allerdings konnten wir den Rückgang stoppen, und zwar etwas oberhalb der Tiefs, die wir aus dem September kennen. Deswegen, das Ganze hat hier schon auf so eine gewisse Erschöpfung hingedeutet. Und jetzt besteht natürlich die Chance auf eine Aufwärtskorrektur. Aufwärtskorrektur hatte sich gestern Nachmittag abgezeichnet. Das ist der 30-Minuten-Chart. Und hier konnte man jetzt mal den 100er EMA zurückgewinnen. Ob das nachhaltig ist, müssen wir mal schauen. Aber, und das können wir uns hier auch nochmal so ein bisschen markieren, es gab natürlich in der Abwärtsbewegung, die wir gerade im Tageschart gesehen haben, immer wieder mal Versuche, den gleitenden Durchschnitt zu überwinden. Das Ganze war nicht nachhaltig, und in dem größeren Bild, wenn man so rausscrollt, sieht das zum ersten Mal danach aus, als ob das etwas nachhaltiger sein könnte. Wie lange die Aufwärtsbewegung letztendlich anhält, das wissen wir natürlich nicht. Es kann sein, dass wir hier schon wieder das Hoch gesehen haben. Es kann sein, dass wir uns auch wieder in Richtung 1,17 bewegen. Es kann auch sein, dass wir den ganz übergeordneten Trend wieder fortsetzen und vielleicht uns in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder in Richtung 1,19 bewegen. Was wir allerdings wissen, solange wir oberhalb des 100er EMAs notieren, haben die Bullen einen Vorteil, und dementsprechend kann man das eben für den Handel nutzen, um das eben Schritt für Schritt abzuarbeiten. Es ist natürlich ganz klar, dass der Markt auch immer wieder den gleitenden Durchschnitt unterschreitet. Aber solange das eben nicht nachhaltig ist, besteht also immer wieder die Chance auf interessante Einstiegsmöglichkeiten. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, wie man damit eingeht. Worauf ich aber jetzt genau hinaus will: Versuchen Sie in Trendrichtung, nicht gegen die Trendrichtung zu handeln. Das gilt für den Tageschart genauso wie für den 30-Minuten-Chart oder auch den Minuten-Chart. So, jetzt müssen wir aber natürlich schauen, wie wird sich der Markt verhalten an der Widerstandszone, die wir ja bereits jetzt hier erreicht haben. Lokale Hochs und nochmal der Boden aus der ersten Oktoberhälfte bei 1,69, bei 1,1695, so rum. Das heißt, ja, für mich auch weiterhin entscheidend, dass wir im 4-Stunden-Chart den 50er EMA überwinden. Das ist für mich immer die kritische Marke. Vorher weiß ich, dass ich im 4-Stunden-Chart gegen die Trendrichtung handle. Das heißt, im 30-Minuten-Chart vielleicht die Erwartung etwas runterschrauben. Aber der Handel ist ja durchaus möglich gegen die Trendrichtung. Man muss sich nur dessen bewusst sein und vielleicht etwas an der Erwartungshaltung runterschrauben. Aber hier stoßen wir jetzt eben auf einen technischen, kritischen Bereich. Ja, lokale Hochs und natürlich nochmal die Tiefs von der Bodenbildung, die wir letztendlich hier unterschritten haben. Das heißt, hier haben wir also in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden schon mal Hinweise darauf, ob wir möglicherweise das Ende sehen der Abwärtsbewegung für eine mögliche Trendwiederaufnahme, ja, übergeordnet, oder ob der Markt vielleicht nur eine Aufwärtskorrektur erfährt und jetzt hier nochmal nach unten abdriftet. Nach unten abdriften würde bedeuten, dass wir uns der 1,15er Marke nochmal annähern könnten, sollte das Tief vom September nicht verteidigt werden können. Die 1,15er Marke kennen wir, die Marke kennen wir als Hoch vom März.
Wäre durchaus möglich, dass wir so etwas nochmal sehen. Ich habe im gestrigen Webinar darauf hingewiesen, dass der Renditespread zwischen den Anleihen bei den 10-Jährigen, also für die USA und für Deutschland, dass dieser Renditespread einen tieferen Euro-Dollar-Kurs rechtfertigen würde. Mal schauen, ob es hier vielleicht zu einer Anpassung Anpassung kommt. Momentan sieht es aber erstmal auf Bodenbildung aus, nach Bodenbildung aus, Aufwärtskorrektur, ja, und das ist hier entscheidend. Die 1,17er Marke müssen wir zurückerobern. So, wir machen weiter mit den Rohstoffen. Fangen wir mal an mit der Ölsorte WTI. Auch von der gestrigen Analyse ist noch ein bisschen was eingezeichnet, soweit ich mich daran erinnern kann, genau. Aber wir greifen das natürlich noch mal so ein bisschen auf. Vielleicht Ausgangslage. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir auf das erste Fibonacci-Retracement gestoßen sind. Bei der Erholungsrallye, die wir eben seit März kennen, da gab es mehr Kaufinteresse. Das Problem war aber, dass wir eben hier auch einen wichtigen Unterstützungsbereich unterschritten hatten. Und das war die Marke bei 36,60 und bei 36,80. Ja, diese Zone gekennzeichnet durch die Tiefs vom September und glaube ich auch nochmal von Anfang Oktober. Genau. Und die Frage war gestern eben, können wir uns trotz dieser angespannten Situation, die wir ja am Montag hatten am Ölmarkt, ob sich der Markt eben hier weiter nach oben kämpfen kann. Und zwar einerseits, um das offene Gap zu schließen, welches wir am Montag gesehen hatten, und uns vielleicht nochmal annähern in Richtung dieser genannten Widerstandszone. Und es ist sogar gelungen, diesen Bereich zurückzuerobern. Und das heißt, wir haben also die lokalen Hochs wurden überwunden und der Boden vom September und Oktober konnte zurückerobert werden, den wir unterschritten hatten. Das heißt, hier ändert sich grundsätzlich etwas an der Trendstruktur, notieren aber noch unterhalb des 100er EMAs. Das heißt, V-förmige Erholung, positiv, Trendstruktur gebrochen, Bodenbildung zurückerobert, 100er EMA allerdings noch, noch zurückzuerobern. Das heißt, die charttechnische Lage hat sich in den letzten Stunden extrem verbessert. Ob das nachhaltig ist, müssen wir dann aber mal schauen. Auch dass die Wahlen hier besonders im Fokus aufgrund dessen, wenn Biden gewinnt, wäre das eben eine große Belastung für den Ölmarkt generell, weil er natürlich sich für umfangreiche Investitionen einsetzt im Bereich Elektromobilität beispielsweise. Und das könnte natürlich eben auch die Ölfirmen und den Ölpreis unter Druck setzen. So, solange wir oberhalb dieses Bodens aber wieder oder solange wir diesen Boden hier verteidigen können bei erneuten Rückgängen, könnte man erwarten, dass der Markt von hier aus wieder einen weiteren Angriff startet in Richtung 100er EMA. Mal schauen, ob diese Gewinne nachhaltig sind. Sollte das Ganze nicht nachhaltig sein, das heißt unterhalb von 36,60, das heißt ja, am besten per Schlusskurs schauen auf Tagesbasis, könnte man auch nochmal rechnen oder damit erwarten, dass wir hier die Korrektur nochmal vertiefen. Und die nächsten Marken wären dann bei $31,20 zu finden. Hier gab es einige Kursreaktion, und zwar war das zurückzuführen auf die Bewegung vom Mai. Und darunter gibt es dann das nächste Fibonacci-Retracement etwas unterhalb der $30-Marke. Also auf der Unterseite könnte das auch nochmal sehr, sehr interessant werden. Mal schauen, ob wir diese zurückgewonnene Unterstützungszone letztendlich verteidigen können. So, der Goldmarkt, auch interessant. Gestern habe ich auch nochmal, ich muss es einfach nochmal aufgreifen, vielleicht für diejenigen, die nicht da waren. Also letztendlich haben wir hier, und das mache ich auch nochmal weg, damit das ein bisschen klarer ist, wir haben eine Dreiecksformation, absteigendes Dreieck, grundsätzlich natürlich als
Trend Fortsetzungsmuster zu sehen, beziehungsweise könnte man eben hier erwarten, dass der Markt mal nach unten ausbricht aufgrund des immer wieder zurückkehrenden Verkaufsdrucks. Was allerdings positiv ist, die Korrekturen hier waren bisher sehr bescheiden und wir haben am Freitag den 100er EMA zwar unterschritten, am Donnerstag war das, am Freitag konnte man den gleitenden Durchschnitt zurückerobern und wir haben bei der letzten stärkeren Abwärtsbewegung auch das letzte Fibonacci-Retracement wieder verteidigen können. Das heißt, es gibt hier aktuell den neuen Angriffsversuch, den Versuch, den übergeordneten Trend, also den Trend der letzten Monate letztendlich fortzusetzen. Und was uns jetzt eben fehlt, ist natürlich der Befreiungsschlag auf der Oberseite. Hier ist noch markiert ein Bereich bei 1920 Dollar. Das ist das Allzeithoch, welches wir, oder das damalige Allzeithoch, welches wir kennen vom September 2011. So, kurzfristig auch hier nochmal der Hinweis darauf, diese ganzen Ausbruchsversuche, die sich widerspiegeln durch diese Abwärtsrendlinie oder diese Angriffe, die verhindert wurden durch die Abwärtsrendlinie, die spiegeln sich im Tageschart hier auch nochmal wieder. Wir sehen, es gab unzählige Versuche der Bullen, diesen Trend wieder aufzunehmen, aber es ist letztendlich nicht gelungen. Und wir sehen ja auch, es gab natürlich eine leichte Seitwärtstendenz, die sich hier so abgezeichnet hatte über die letzten Wochen oder seit Mitte August. Aber letztendlich starke Trendbewegungen blieben hier letztendlich aus. Ja. Und worauf ich jetzt nochmal natürlich hinweisen will, ist, wir wollen wissen, wann der Startschuss kommt für die nächste Goldrallye. Und wir wollen also, dass der Kurs oder der Preis oberhalb des 100er EMAs notiert. Ja, ich habe das hier schon mal markiert gestern. Das ist das Umfeld, was wir haben wollen. Das spricht für die Bullen. Ja, ob man jetzt im 4-Stunden-Chart heraushandelt oder vielleicht im 1-Minuten-Chart das Ganze abscalpt, ja, das bleibt einem ja dann selbst überlassen. Aber dieses reine Filtern von so einem Top-Down-Ansatz, das ist natürlich immer hilfreich, um sich im Chart zu orientieren und vielleicht eben auch einige Trades zu vermeiden, die vielleicht viel Geld kosten oder vielleicht eben doch nicht so laufen, wie man sich das Ganze eben vorstellt. So, was ist notwendig, um den Startschuss zu bekommen? Wir haben einen sehr starken Widerstandsbereich, der jetzt aktuell getestet wird. Ja, und dementsprechend ist der Goldmarkt wieder unglaublich interessant, auch für die Bullen, sollte es eben zu einem Ausbruch nach oben kommen. Das ist der Bereich zwischen 1895 und 1900 Dollar. Das heißt, wir haben hier innerhalb einer Spanne von 5 Dollar starken Widerstand. Wir haben den 100er EMA. Ja, starker Widerstand wird getestet, in der Regel respektiert. Sollte es aber zu mehreren Tests kommen, so wie in der aktuellen Situation, dann besteht natürlich die Möglichkeit auf einen Ausbruch. Ob der jetzt kommt in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden oder vielleicht auch erst in den nächsten Monaten, das wissen wir nicht, aber man sollte sich vielleicht dennoch bereithalten und den 4-Stunden-Chart mal offen lassen, um zu gucken, ob da vielleicht eben wieder etwas geht am Goldmarkt. So, solange der Ausbruch eben ausbleibt, und da haben wir das ja eben auch, besteht eben die Gefahr, dass der Markt seine Seitwärtsphase fortsetzt oder vielleicht auch noch mal ein tieferes Tief erlebt. Auch das schließe ich nicht aus. Ja, wir haben zwar einen starken Boden hier, heißt aber nicht, dass der für alle Ewigkeit hält. So, jetzt abschließend, wir haben noch 2 Minuten, deswegen ganz kurz auf die beiden Aktien Heidelberg Zement und Volkswagen. Fangen wir mal mit Heidelberg Zement an. Sehr interessant, was wir gesehen haben, und zwar, wir müssen auf den Chart warten. So, da ist er. Es gab natürlich eine schöne Erholungsrallye, hat nicht gereicht, um letztendlich das Niveau nochmal zurückzugewinnen, welches wir am Anfang des Jahres hatten, was aber erstmal nicht schlimm ist, weil der Markt versucht, einen tiefen Rückgang oder auch eine Trendwende zu vermeiden. Wir hatten jetzt 1, 2, 3, eine dreiwöchige Talfahrt, die versucht man zu beenden. Auch hier nochmal, wir messen die erste oder die größte Abwärtskorrektur, projizieren das Ausmaß auf die aktuelle Situation. Wir sehen, dass die untere Grenze des Rechtecks nicht unterschritten wurde. Das heißt, der Trendbruch blieb letztendlich aus.
und das Unterschreiten der 50-Euro-Marke erwies sich hier scheinbar als Fehlausbruch. Daraufhin gab es mehr Kaufinteresse und wir können die Verluste der letzten Woche vollständig ausgleichen und nähern uns hier mittlerweile wieder den letzten signifikanten Hochs. Also, Trendwende konnte abgewendet werden. Mal schauen, ob Heidelberg Zement die Situation, die Ausgangslage nutzen kann, um den Trend fortzusetzen und sich dann wieder in Richtung der nächsten Widerstände annähern kann. So, 100er EMA muss natürlich zurückerobert werden. Es ist eingezeichnet. Es gab insbesondere 2019 mehrere Tests und Fehlausbrüche. Mal schauen, ob es vielleicht in den nächsten Wochen klappt, diesen Bereich zurückzuerobern. Ansonsten geht es dann wieder in Richtung 69 Euro. Ja, hier haben wir ganz viele Berührungspunkte. Das wäre also ein erstes Zwischenziel, was durchaus realistisch wäre. Sollten wir allerdings wieder nach unten driften, ja, und die genannten Unterstützungsbereiche unterschreiten, dann würde der Verkaufsdruck eben deutlich zunehmen und dann würden eben die Bären auch wieder die Kontrolle zurückerlangen. So, Volkswagen, auch interessant, ähnliche Situation. Es gab den Boden, den wir eben seit März 2020 kennen. Den hatte man versucht zu unterschreiten. Es gab auch in der letzten Woche mehrere Schlusskurse, die nicht sehr eindeutig waren und letztendlich für Unsicherheit gesorgt haben dürften bei vielen Anlegern, aber letztendlich konnte man diesen Bereich zurückerobern. Das ist der Bereich bei 128 Euro. Haben natürlich noch die Abwärtstrendlinie, wir haben auch den 100er EMA auf Tagesbasis noch vor uns. Also es gibt viel aufzuholen. Technisch könnte es aber auch in den nächsten Tagen vielleicht zu einem Befreiungsschlag kommen. Sollten wir diesen technischen Bereich hier nachhaltig überwinden. Sollte das nicht der Fall sein, könnte es sein, dass der Verkaufsdruck immer wieder zunimmt bei der Abwärtstrendlinie oder auch eben davor. Und dann wird eben die 128 Euro Marke natürlich wieder angegriffen. Ja, und je mehr wir angreifen, je mehr wir testen auf der Unterseite, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann vielleicht auch nochmal einen tieferen Rückgang sehen, möglicherweise in Richtung 116 Euro. Ja, das sind die Bewegungen, die wir aus den Monaten April und Mai 2020 kennen. So, ansonsten Kalender, Auftragseingang für September, heute um 16 Uhr API, Schätzungen am Abend und was dann noch für den Rest der Woche interessant ist, Berichtssaison in den USA geht nochmal weiter und wir haben dann den Zinsentscheid am Donnerstagabend, gehe ich dann aber auch nochmal am Donnerstag ein bisschen näher drauf ein und am Freitag gibt es dann nochmal die NFP-Zahlen am frühen Nachmittag. So, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Erfolg bei den nächsten Trades und würde mich natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.